Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 76 Gruseliges aus Azkaban. Am Sonntag ging es Harry noch schlechter als gestern, denn der erste Schultag war nun wieder näher gerückt. Morgen Abend würden alle geladenen Schüler ankommen, die den Aufbauklassen bisher ferngeblieben waren, und natürlich würde es jede Menge Erstklässler geben. Wobble schaffte es auch dieses Mal mit der gleichen Taktik, Harry zu beruhigen, indem er beispielsweise sagte: Oh, Mr. Potter, Sie können so froh sein, dass Sie mit allen Vorbereitungen schon lange fertig sind. Ich habe bemerkt, dass einige Lehrer heute noch, anstatt sich auszuruhen, ihre aufgeschobenen Arbeiten in letzter Minute erledigen. Sie haben es gut, Mr. Potter. Sie können heute entspannen und dem morgigen ersten Schultag völlig gelassen entgegensehen. Harry ließ sich zum Frühstück von seinem Elfen bewirten, obwohl ihm das im ersten Moment ein wenig unangenehm war. Doch Wobble hatte überhaupt nichts von einem Sklaven an sich. Es schien ihm sogar Spaß zu machen, seinen Meister zu bewirten. »Ach, Wobble, komm mal her«, sagte Harry, dem eben wieder Hermines Zeichnungen eingefallen waren, die er ihm zeigen wollte. »Schau dir mal die 5 Entwürfe an und sag mir, was dir davon gefallen würde. Also, ich meine, wenn du es tragen würdest.« Mit großen Augen schaute Wobble auf die Zeichnungen, bevor sich Tränen in ihnen sammelten und er mit gebrochener Stimme fragte: »Sind Sie unzufrieden mit mir, Sir? Ich kann mich ändern, wenn Sie es möchten. Ich habe mir zu viel herausgenommen, nicht wahr? Das muss es sein. Bin ich zu aufdringlich, zu langsam, zu...« »Stopp! Hör auf, Wobble! Ich mag dich und ich möchte dich nicht loswerden. Die Idee, die dahinter steckt, ist folgende. Du suchst dir etwas aus, was dir gefällt, und das bekommst du von mir als Arbeitskleidung gestellt«, erklärte Harry dem Elfen. Skeptisch schaute Wobble seinen Meister an, bevor ihm klar geworden war, dass Harry ihn nicht angelogen hatte. Ein fröhliches Strahlen legte sich auf das Elfengesicht, bevor er schwärmte: »Oh, Mr. Potter, das ist so überaus großzügig von Ihnen. Sie sind wirklich sehr clever, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf.« Zurücklächelnd antwortete Harry: »Clever ist Hermine, denn es war ihre Idee und sie hat auch die Bilder gezeichnet.« »Dann werde ich mich das nächste Mal bei Miss Granger dafür bedanken. Ich bin sicher, dass ich mich irgendwann auch revanchieren kann.« Wobble schenkte Harry noch eine Tasse beruhigenden Tee ein, bevor er vorschlug: »Sie könnten ja nach dem Frühstück noch etwas Zeit mit Ihrer Verlobten verbringen.« Das musste er Harry nicht zweimal vorschlagen. Gleich nach dem Frühstück war er zu Ginny gegangen. Sie durfte mittlerweile schon herumlaufen, doch die Geburt eines fast 4 Kilo schweren Jungen hatte sie doch ein klein wenig mitgenommen. Mit Nikolas auf dem Arm ging Harry noch zu einem der Fenster hinüber, während Ginny noch den letzten Bissen von ihrem Frühstück verzehrte. Aus dem Fenster schauend drehte er den Kleinen etwas in der Armbeuge, sodass der nach draußen sehen konnte, bevor Harry sagte: »Da hinten, da ist das Quidditch-Feld, siehst du?« Ginny grinste in sich hinein, während sie Harry und Nikolas beobachtete. »Hey, sieh mal, da fliegen gerade 2 Schüler«, sagte Harry freudestrahlend, während er in die Richtung zeigte. Doch Nikolas schien unbeeindruckt und vertrieb sich die Zeit damit, Blubberbläschen aus Speichel mit seinen Lippen zu formen.
Dann flüsterte er Nikolas etwas ins Ohr, der ihm daraufhin durch Zufall die Zunge herausstreckte. »Was hast du ihm denn eben zugeflüstert?« wollte Ginny wissen. Harry blickte zu Ginny hinüber, dann wieder zu Nikolas, der ihn mit seinen großen, blauen Augen anblickte, bevor er den Kleinen fragte. »Sagen wir es ihr? Was meinst du?« Der Junge stieß unverhofft einen kurzen, hellen Freudenschrei aus, sodass Harry das als »ja« anerkannte und an Ginny gewandt stolz verkündete. »Ich habe ihm gesagt, dass ich später mit ihm Quidditch spielen werde.« Ginnys Lächeln verblasste nur ein wenig, bevor sie sagte, »Du weißt aber von der winzigen Möglichkeit, dass Nikolas eventuell ein Squeeb sein könnte?« Das Lächeln auf Harrys Gesicht verblasste nicht, schulterzuckend, während er sich dem Fenster zuwandte und die beiden Schüler beim Fliegen beobachtete, sagte er zu Nikolas, »Na, dann wird dein Daddy eben der Erste sein, der einen Beiwagen, einen Beibesen erfinden wird, damit du mit ihm fliegen kannst.« Ginnys Herz erblühte vor Freude, weil Harry so locker mit der Situation umgehen konnte. »Ich wette, Quidditch oder Kotzpastille wird das erste Wort sein, das er sagen wird«, sagte sie wohlwissend. Mit gerunzelter Stirn fragte Harry, »Wieso denn Kotzpastille?« Sie lachte auf, bevor sie erklärte, »Fred und George hatten gestern so ein Teil mit und sie haben es Nikolas unter die Nase gehalten und immerzu gesagt, wie das heißt. Mom hat ihnen eins auf den Hinterkopf gegeben, aber ich vermute stark, dass sie nicht aufgeben werden.« »Das erste Wort sollte Mom oder Dad sein und nicht Kotzpastille«, sagte Harry belustigt. »Aber auch nicht Quidditch«, vervollständigte Ginny mit angestrengt ernst gehaltener Miene. Noch immer mit Nikolas auf dem Arm setzte sich Harry zu Ginny aufs Bett. Und während er mit dem Jungen kuschelte, hörte er sie neben sich seufzen. »Ginny?« fragte er, nachdem er zu ihr hinübergesehen hatte. Mit leiser Stimme wimmerte sie, »Ich wünschte, er wäre dein.« Sie zog die Nase hoch, sodass er ihr einen Arm um die Schulter legte und sie an seine presste, während Nikolas nach ihren roten Haaren griff und sie knetete. »Ginny, ich bin sein Vater, denn ich werde derjenige sein, der ihn badet, füttert und wickelt. Geschweige denn, mein Elf lässt mich auch mal ran, und ich werde mit ihm spielen und fliegen und für ihn da sein, wenn er jemanden braucht«, versicherte Harry ihr Wohlgemut. Doch das brachte sie nur dazu, noch mehr zu schluchzen. Trotzdem wollte Harry noch eine Sache klarstellen, und so sagte er mit etwas Kummer in der Stimme, »Ich werde ihn nie spüren lassen, dass er nicht mein Sohn ist, oder dass er...« Hier musste Harry kräftig schlucken, weil Erinnerungen an seine Kindheit bei den Dursleys in ihm aufkamen. »Nicht erwünscht wäre.« Sie hatte sich wieder beruhigt und sagte durch ihre vorigen Tränen etwas verschnupft klingend, »Nein, das wirst du nicht. Das weiß ich, Harry. Tut mir leid, dass ich angefangen habe zu heulen. Das müssen die Hormone sein, die verrückt spielen.« Daraufhin küsste Harry sie auf die Stirn. Sie wusste, wie Harry damals von seinen Verwandten, bei denen er nach dem Tod seiner Eltern leben musste, behandelt worden war. Sie hatten ihn als Missgeburt betitelt und gesagt, er wäre abnormal. Manchmal hatte Harry sogar Schläge einstecken müssen, aber eher von seinem draufgängerischen Cousin Dudley, der mittlerweile offensichtlich, wie Harry vor einigen Jahren von Mrs. Fig, einer Squib, die in der Nachbarschaft der Dursleys wohnte, erfahren hatte, nun ein regionales Boxidol im Schwergewicht geworden war. Man hatte Harry in einer kleinen Abstellkammer unter der Treppe, die sein Zimmer darstellen sollte, eingesperrt oder ihm kein Essen gegeben, um ihm immer wieder vor Augen zu führen, wie unerwünscht er war. Ginny und Harry küssten sich gegenseitig die Wangen, bis Nikolas mit einem Male anfing zu weinen. »Was hat denn der Kleine?« fragte Harry mit besorgter Stimme in den Raum hinein. »Entweder hat er Hunger oder...« Sie beugte sich vor und roch an der Windel.
Er hat ein Geschäft gemacht. Ich denke, er hat Hunger, denn ich rieche nichts. Sie nahm ihm den Jungen ab, bevor Harry unsicher fragte: Soll ich rausgehen? Sag mal, Harry, wir sind verlobt und wollen heiraten. Und du fragst, ob du beim Stehlen rausgehen sollst? Neckte sie ihn, so dass er im Zimmer blieb und verzückt dabei zusah, wie Nikolas sich satt trank und er sich derweil still fragte, warum man auf einen 3 Tage alten Knirps eifersüchtig sein konnte. Im St. Mungus hatte Lucius zum wiederholten Male eine sehr schmerzhafte Doppelbehandlung über sich ergehen lassen. Er ertrug den Schmerz nur, weil er wusste, dass er seine Narzissa dann viel früher sehen konnte. Bisher hatte er alle Besuchsanfragen von ihr abgeschmettert, denn der Gedanke daran, dass seine Frau ihn so sehen konnte, er wusste ja nicht einmal genau, wie er selbst aussah, war für ihn fürchterlich. Es beruhigte ihn zu wissen, dass es ihr gut ging. Frau und Sohn schrieben ihm regelmäßig, auch wenn er auf die Briefe von Draco nie antwortete, so ließ er sich doch all seine Post von Schwester Marie vorlesen. Mittlerweile war Marie sogar so dreist geworden, ihm Fragen wegen seiner verfahrenen Familiensituation zu stellen. Doch darüber war er nicht sehr betrübt. Nach seinen Behandlungen war er so zahm wie ein Lamm und absichtlich nutzte Schwester Marie diese Momente, um einige Informationen aus ihm herauszukitzeln, aber nicht, um selbst etwas in Erfahrung zu bringen, sondern ihn mit seinen Antworten selbst zum Nachdenken zu bewegen. Wie heute, als sie fragte. Sie hatten doch einmal gesagt, es würde Ihnen nichts ausmachen, dass ich ein Halbblut wäre. Wieso macht es Ihnen bei Miss Bones etwas aus? Lucius verfluchte Schwester Marie, denn sie wusste ganz genau, dass er auf ihre Frage keine Antwort hatte. Und so blieb er stumm und überlegte, warum es bei Miss Bones anders war als bei Marie. Nachdem sie von 2 Pflegern misshandelt worden waren, da hat Miss Bones dafür gesorgt, dass das nicht noch einmal vorkommen würde, Mr. Malfoy. Sagte sie mit ihrer ruhigen Stimme, die er im Verlauf seines Krankenhausaufenthaltes liebgewonnen hatte. Er hörte, wie sie mit dem Bettenmachen bei seinem Zimmergenossen fertig war, bevor sie sich ihm näherte und gerade heraus sagte: Ihr Sohn liebt Sie, Mr. Malfoy. Lucius schnaufte lediglich, während er eine Hand über seinen brennenden Augen legte. Verbal äußern konnte er sich nach der Behandlung selten, so wirr und schwach war er. Aber Mittel gegen die Schmerzen durfte er auch nicht einnehmen. Schwester Marie verließ das Zimmer, kam jedoch 5 Minuten später zurück und sagte: Mr. Malfoy, ich habe etwas für Sie, was die Schmerzen lindern könnte. Sofort nahm er die Hand von den Augen, doch er öffnete sie nicht. Ich bin Ihnen für alles dankbar, Marie, sagte er geschwächt. Sie erklärte daraufhin: Man legt es auf die Augen und durch die Kälte wird der Schmerz gelindert. Er spürte ihre tastende Hand an seiner Wange und mit einem Nicken gab er ihr die Zustimmung, fortzufahren. Etwas Kühles legte sich auf seine Augen. Er befühlte es sofort, um zu erfahren, was es sein könnte, aber der Gegenstand, der etwas nachgab, dann, wenn man ihn drückte, war ihm fremd. Die Kälte tat jedoch sehr schnell gut und das Brennen in den Augen ließ nach. Mit schwächlicher Stimme fragte er: Was ist das? Er bemerkte, dass sie einen Moment zögerte, bevor sie ehrlich erwiderte: Das ist eine Augenmaske. Es ist... Sie stockte kurz. Eine Erfindung der Muggel. Für einen kurzen Moment überlegte er, dieses Ding von seinen Augen zu reißen und es Schwester Marie entgegenzuwerfen. Doch die Linderung der Schmerzen war so angenehm, dass er lediglich nickte und sagte: Danke, Marie. Am Abend hatte er weniger mit den Schmerzen zu tun als an den Tagen davor, sodass er Miss Bones und Mr. Shacklebolt empfangen konnte. Nach einer kurzen Begrüßung ging es gleich zur Sache, denn Mr. Shacklebolt erklärte stolz: Vielen Mitgliedern der Familie Umbridge sind finanzielle Unterstützung von Todessern nachgewiesen worden.
Der Minister kommt ihrer Forderung nach und bedankt sich mit einem weiteren Jahr Hafterlass. So langsam sehe ich Licht am Ende des Tunnels, entgegnete Lucius selbstzufrieden. Aber jetzt noch zu dem sogenannten Pendant der Todesser. Darüber haben sie uns noch nichts erzählt, aber sie sagten einmal zu Miss Bones, dass sie über diese Leute mehr wüssten als über Verstecke von Todessern, sagte Mr. Shacklebolt, der offenbar gleich die Gesprächsführung übernehmen wollte. Über diese Personen sage ich Ihnen nur etwas, wenn Sie mir 5 Jahre... Lucius wurde von Mr. Shacklebolt unterbrochen, der mit ruhiger Stimme sagte: Das, Mr. Malfoy, ist zu viel verlangt. Aber Sie wissen ja nicht einmal, was ich zu sagen habe. Was sind 5 Jahre? Dann bleiben mir immer noch 6 in Azkaban. Sie werden keinen einzigen Anhaltspunkt über diese Leute haben, wenn ich ihnen keine Informationen gebe. Darauf können sie sich verlassen, entgegnete Lucius. Warum? Weil es sich um Muggel handelt? Fragte Mr. Shacklebolt. Lucius behielt seine Muskeln unter Kontrolle, obwohl ihm sämtliche Gesichtszüge entgleisen wollten. Wusste das Ministerium etwa von diesem Muggelverein? Wie viel wussten sie? Auf jeden Fall musste er Acht geben, nicht zu viel zu verraten und nicht auf mögliche Bluffs hereinzufallen. Mr. Shacklebolt, wenn Sie schon so beginnen, dann vermute ich, dass Sie meine Hilfe überhaupt nicht benötigen. Wenn Sie nicht bereit sind zu handeln, bin ich nicht bereit, Gegenleistungen zu erbringen. So einfach ist das, sagte Lucius, bevor er bereits aufstand und den Tisch verlassen wollte. 2 Jahre, kam es wie aus der Pistole geschossen von Mr. Shacklebolt, und Lucius hätte beinahe angefangen zu lachen, doch er setzte sich wieder und lauschte, was Mr. Shacklebolt erklärte. Treiben Sie es mit Ihren Forderungen nicht so weit, Mr. Malfoy. Wir haben durchaus Hinweise, aber es würde etwas länger dauern, um allein hinter das Geheimnis dieser Gruppe zu kommen. Doch wenn Sie astronomisch hohen Hafterlass fordern, werden wir bald nicht mehr gewillt sein, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Völlig gelassen, erklärte Lucius. Oh, glauben Sie mir, Sie werden gewillt sein, denn Sie werden allein nicht dahinter kommen. Ich hatte, nachdem der dunkle Lord mich aus Azkaban heraus an seine Seite zitiert hatte, als einziger erfahren, was das für Muggel sind und was sie vorhaben. Voldemort wusste von denen? Fragte Miss Bones ungläubig. Ja, er wusste von denen, und zwar durch mich. Aber er hat ihnen keine Beachtung geschenkt und fand den Gedanken an diese Gruppierung weder bedrohlich noch interessant, eher belustigend. Trotzdem er diese Leute mit Nichtbeachtung gestraft hatte, habe ich mich weiterhin mit ihnen beschäftigt. Denn selbst ich finde deren Methoden bemerkenswert. Ich, Miss Bones, habe ohne das Wissen des dunklen Lords weiterhin Nachforschungen betrieben, denn diese Muggel waren mir nicht geheuer, erklärte Lucius mit gelassener Stimme. Jahrelange Nachforschungen? Mit welchem Ergebnis? Fragte wieder Mr. Shacklebolt. Ich sagte Ihnen schon einmal, dass ich meine Informationen nicht unter Wert verkaufe. Ich weiß, wie viel Ihnen meine Hinweise wert sein werden, und meine jahrelange Überwachungsarbeit ist fast unerschwinglich. Unter Fatsch
wäre ich längst auf freiem Fuß. Denn er wusste zumindest solche Informationen mit angemessenem Gegenwert zu entlohnen, erwiderte Lucius mit schmieriger Stimme. Über 5 Jahre auf einen Schlag zu verhandeln liegt nicht in meiner Macht, Mr. Malfoy. Ich werde den Minister fragen müssen, entgegnete Shacklebolt das erste Mal etwas unsicher. Lucius nutzte die Situation und empfahl mit einem fröhlichen Singsang in der Stimme. Wie wäre es denn, wenn der gute alte Arthur mich mal mit ihnen beiden zusammen besuchen würde? Weder Miss Bones noch Mr. Shacklebolt reagierten auf seinen Vorschlag, aber sie würden ihn auf jeden Fall an den Minister weitergeben. Nach dem Abendessen und dem Spaziergang mit dem Hund war Harry wegen des bevorstehenden Schulbeginns wieder völlig mit den Nerven am Ende und er wusste, dass er keinen Schlaf finden würde, weshalb er auf gut Glück Remus über den Kamin anrief und sich bei ihm einlud, damit er an etwas anderes als den morgigen Schulbeginn denken konnte. Harry, wie geht's? Fragte sein Freund, der schon der Freund seines Vaters war. Mir wäre wohler, wenn ich den ersten Tag schon hinter mir hätte, gestand Harry. Ach, das wird schon. Was meinst du, wie es mir von meiner ersten Schulstunde in Hogwarts ging? Ich meine, ich bin ja auch vorhin als Lehrer in Erscheinung getreten. Hast du wirklich so viel Angst vor deinem ersten Schultag? Fragte Remus ungläubig. Naja, morgen ist ja erst die Zeremonie. Richtig los geht es ja erst am Dienstag. Oh Gott, ich werde 2 Nächte nicht schlafen können, murmelte Harry, als er einen angebotenen Schokofrosch entgegennahm. Remus setzte sich neben ihn und beobachtete ihn eine Weile, bevor er fragte. Wolltest du mir nicht irgendwas sagen? Remus grinste breit, als Harry ein verdutztes Gesicht machte. Plötzlich sprudelte es aus ihm hervor. Oh ja, ich habe um Ginnys Hand angehalten. Remus, der diese Neuigkeit auf dem letzten Ordenstreffen brühwarm von Molly und Arthur erfahren hatte, beglückwünschte Harry und umarmte ihn. Ich bin so glücklich, Harry, wenigstens einer von uns beiden. Remus verstummte, denn seine eigene Hochzeit mit Tonks war wegen der alten, barbarischen Gesetze in die ferne Zukunft verlegt worden. Sie hatten sich eine Weile über alles Mögliche unterhalten, bis Harry das Gespräch auf Dementoren lenkte, um zumindest etwas von dem zu machen, was Hermine ihm aufgetragen hatte. Neugierig fragte Harry, »Bist du eigentlich schon häufiger Dementoren begegnet? Ich meine, schon vor meinem 3. Schuljahr, als die ja überall auf dem Hogwarts-Gelände waren?« »Naja«, druckste Remus herum. »Ich wollte das eigentlich nie irgendjemandem erzählen, weil das bisher mein schlimmster Job gewesen war, den ich je angenommen hatte. Das war 4, 5 Jahre, bevor ich nach Hogwarts gekommen bin. Da hat mir eine Wirtshausbekanntschaft gesagt, die Küche in Azkaban würde Aushilfen suchen, die sich gut mit Haushaltszaubern auskennen würden. Du weißt ja, dass ich meine Kleidung seit vielen Jahren selbst flicke und ich mich mit Zauberei für den Alltag sowieso sehr gut auskenne. Ich habe da angefangen, aber ich habe es nur ein halbes Jahr ausgehalten, obwohl die Bezahlung wirklich nicht schlecht war.« erklärte Remus und Harry bemerkte an dessen Stimme, dass er nicht stolz darauf war. »Bist du in der Küche auf Dementoren gestoßen?« fragte Harry leise. »Ja, natürlich. Die waren überall. Sind ja immerzu durch die Wände geschwebt. Ich habe nie ganz verstanden, wie diese Kreaturen wirklich funktionieren. Ich habe mich dann ein wenig eingelesen und dann war mir auch klar, warum ich in einem halben Jahr Unmengen an Schokolade gegessen hatte. Anders hält man es da auch nicht aus. Den anderen Bediensten ging es oftmals ähnlich wie den Gefangenen, denn Dementoren ist es egal, von wem sie sich ernähren. Dementorenübergriffe gehören zum Berufsrisiko, weswegen der Job so gut bezahlt worden war.« Remus war leiser geworden und verstummte am Ende. Denn offenbar wollte er nicht darüber reden. Doch eine Sache wollte Harry noch wissen. »Nur eins noch. Arthur hat erzählt, es gäbe da so gruselige Geschichten in Azkaban.« Remus fuhr ihm über den Mund und sagte beteuernd mit bebender Stimme. »Die sind alle wahr, Harry.« »Wahr? Dann ist es wahr, dass die Gefangenen nach einem Kuss schwarze Augen bekommen haben und ohne Seele weiterleben?« fragte Harry besorgt. Weil Remus nickte, bekam er eine Gänsehaut. Mit flüsternder Stimme
fragte Remus. Hat Arthur dir auch erzählt, dass 90% der Angestellten in Azkaban jene seelenlosen Gefangenen sind? Man kann sie nicht mehr in die Gesellschaft zurückkehren lassen, aber durch ihre Gefühllosigkeit verspüren sie gar keinen Drang mehr, aus eigenem Antrieb irgendwas zu tun. Man musste sie nicht mal mehr in ihre Zellen sperren. Harry schüttelte nur den Kopf und machte dabei ganz große Augen, bevor er leise fragte: Warum flüsterst du? Kurz grinsend erwiderte Remus in normaler Lautstärke: Ich dachte, das passt zur gruseligen Stimmung. Jetzt grinste auch Harry, obwohl das Thema so furchteinflößend war. Warum hat Arthur mir von diesen Angestellten nichts erzählt? Er sagte, er wüsste nicht, ob die Geschichten stimmen, sagte Harry. Remus räusperte sich, bevor er sich zurücklehnte und sagte: Arthur würde es vielleicht wirklich nicht wissen, denn er war ja noch nie dort. Natürlich gibt es in Azkaban Besucherräume und dementorenfreie Vorzeigezellen, die man gern für Pressebesuche nutzt. Fatsch war mal dort und vielleicht wusste er von den Zuständen, die dort herrschten, aber das eigentliche Azkaban, die Löcher, in denen die Gefangenen hausen, das will niemand freiwillig betreten. Verhöre und dergleichen finden ja im Ministerium statt, denn es gibt eine eigene Abteilung im Zaubereiministerium, die eng mit Azkaban zusammenarbeitet, aber ansonsten ist das Gefängnis auf sich allein gestellt. Nach einer Weile fragte Harry kleinlaut, weil er nicht wusste, ob er damit über die Stränge schlagen würde, wenn er weiterhin beim Thema bliebe: Kennst du Fälle von Gefangenen oder anderen Personen, die geküsst oder teilweise geküsst worden waren und danach in der Gesellschaft lebten? Remus schüttelte so schnell den Kopf, dass Harry sich sicher war, er würde nichts verbergen. Oh, schade. Auf was für ein Abenteuer seid ihr drei wieder hinaus? Fragte Remus offen. Aufgrund Harrys fragenden Blickes erklärte er: Hermine hat mich im Lauf des Tages besucht und mir ähnliche Fragen gestellt. Oh, verstehe. Naja, das ist nicht einfach. Wir wollen einer Theorie nachgehen und dachten... Ach, das ist bestimmt Unfug. Ron und ich glauben nicht daran. Aber Hermine will wissen, ob es möglich wäre, dass jemand nur Teile der Seele ausgesaugt werden können und... Ach, ist nicht wichtig, sagte Harry verstummend. Nachdem sie unzählige Schokofrösche verzehrt hatten, stieß er Remus leicht mit dem Ellbogen an und erzählte mit verträumter Stimme: Severus hat mir erzählt, wie er meine Mom kennengelernt hat. Sie waren beide erst 7 Jahre alt. Wusstest du das? Mit großen Augen verneinte Remus wortlos, so dass Harry ihm die Geschichte erzählte, und wieder kamen dabei Freudentränen in ihm auf. Doch er war nicht allein, denn Remus ging es ganz genauso. Als Harry die Geschichte beendet hatte, sagte Remus schwärmend: Das ist eine wunderschöne Geschichte. Lily hat sie nie erzählt, aber bestimmt nur, weil sie wusste, dass wir uns darüber lächerlich machen würden. Naja, dass wir die Geschichte eher dazu benutzen würden, um Severus lächerlich zu machen. Er seufzte, bevor er reumütig zugab: Weißt du, Harry, in all den Jahren nach der Schule habe ich immer und immer wieder dran denken müssen, wie wir Severus behandelt haben. Ich habe nach Gründen gesucht, unser Handeln zu rechtfertigen, aber je älter ich wurde, desto absurder wurden die Gründe, weil er anders war, ist nicht wirklich ein überzeugendes Argument, jemandem so zuzusetzen. Es tut mir so leid, dass ich nie eingeschritten bin. Hast du es ihm mal gesagt? Also, dass es dir leid tut, meine ich. Hast du? Fragte Harry drängelnd. Remus schüttelte den Kopf, bevor er versuchte, zu erklären: Ich glaube, dass der Zeitpunkt schon viel zu lange vorbei ist, bei ihm dafür um Entschuldigung zu bitten. Du kannst es ja mal versuchen, vielleicht... Remus unterbrach ihn und erklärte mit sanfter Stimme: Wir haben Dinge getan, die nicht zu verzeihen sind, und ich meine nicht die Sache, die du in seiner Erinnerung gesehen hast. Da sind noch andere Dinge vorgefallen, die ihn geprägt haben. Manchmal kommt es mir so vor, als wären wir der Grund gewesen, warum er sich dazu entschlossen hat. Sich Voldemort anzuschließen? Beendete Harry den Satz. Nickend stimmte Remus dem zu, bevor er nochmals seufzte. Harry fand all seinen Mut und fragte mit zittriger Stimme: Was
war das Schlimmste, was ihr ihm in der Schule angetan habt? Remus schloss die Augen und blieb für sehr lange Zeit still. Er sagte auch nichts, als er von der Couch aufstand und ins Schlafzimmer ging, um kurz darauf mit einem Buch zurückzukommen. Einem seiner Tagebücher, welches er Harry unter die Nase hielt. »Ich möchte es nicht mehr lesen und auch nicht darüber reden. Nimm das Buch mit, aber sorge dafür, dass es niemand anderem in die Hände fällt. Ich weiß zwar, dass du neugierig bist, aber es wäre nett, wenn du nur einen bestimmten Eintrag lesen würdest. Den 24. Dezember 1977, der Tag nach dem Weihnachtsball unserer 7. Klasse«, sagte Remus am Ende leise verstummend. Harry griff zu, bevor Remus es sich anders überlegen würde, und steckte sich das Tagebuch in seine Jackentasche. Offensichtlich wollte Remus heute gar nicht mehr reden, weil er Harry sofort verabschiedete und zum Kamin schob. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.